Wissen Sie, das geht ja nicht mehr so weiter. Es ist ja allerhand. Schauen Sie meine Stechfichte draußen. Die hat die Brösel zusammen wie ein alter Schiffszwieback. Schauen Sie sich das an. Na, also da muss was passieren. Da rufe ich jetzt an im Bayerischen Staatsministerium. Das geht ja nicht. Die müssen da was machen, vom Umweltministerium aus. Und da gehe ich gar nicht lang zum Schmiedl, da gehen wir gleich zum Schmied, da rufen wir gleich einen Umweltminister selber an. Hat ja gar keinen Sinn. Hm? Bitte schauen Sie, ich kann es Ihnen zeigen, hier noch am Foto, da. Wo haben wir den? Da, meine Rotbuche. Sehen Sie es? Die wurde immer brauner. Ne? So ins Candice-Zucker-bräunliche gehend. Ne? Und jetzt ist sie praktisch, die ist kahl wie, ja, ne? Ist überhaupt nichts mehr dran. Das geht ja so nicht weiter. Aber wissen Sie, die vom Bayerischen Umweltministerium, die tun was. Ne? Die leisten da schon was. Die kommen da gleich. Kriegen wir nachher gleich. Schauen Sie mal das da, schauen Sie her. Ne? Meine Blautanne, gackerlgelb wie ein Kanarienvogel. Kanarienvogelgelb ist doch keine Farbe für eine Blautanne. So. Hallo, ja? Kann ich bitte einen Herrn Umweltminister haben? Selber, ja, es ist ein Notfall. Dringend. Ganz dringend, ja? Schön gut, ja, ich warte. Mhm. Sie werden sehen, also die kriegen das in den Griff. Nein. Weil wenn die was unternehmen, dann ist da kein Problem mehr. Das hier ist der Vincent Häberle, 16 Jahre alt. Er hat beide Eltern verloren. Das hat an dem armen Jungen also dermaßen einen Schock verpasst, dass sich seine Entwicklung ganz stark verlangsamt hat. Was hat der? Nein, er ist durchaus zurechnungsfähig. Der Arm ist halt ganz allein und ein bisschen durcheinander seit dem schrecklichen Verkehrsunfall. Beide Eltern. Überlegen Sie mal. 16 Jahre, das ist ja praktisch ein Jugendlicher. Ja, aber gerade so ein junger Mensch. Haben wir ja den ganzen Abend so einen Jugendlichen umeinander sitzen. Da wissen wir ja gar nicht, was wir reden sollen. Dann auch schon was Gesetzteres. Na, wisst ihr schon eins, aber wir wollen ja auch helfen, ne? Ja, ja. Hier, nehmen Sie doch da diese Frau Gül Demet, 42 Jahre, Reinigungskraft. Mutterseelen allein. Die ganze Familie ist ausgewiesen worden. Na, das ist eine Ausländerin. Ausländer nehmen wir nicht. Die soll doch heimfahren ins Ausland, da ist sie nicht mehr einsam. Diese Ausländer haben meines Erachtens sowieso kein Weihnachtsfest in unserem Sinn. Die haben einen Ramadan, die laden uns auch nicht ein. Na, also wenn man schon Ausländer nimmt, dann muss wenigstens ein Deutscher sein. Es wird doch, sie werden doch irgendwo einen Deutschen haben, der einsam ist. Sie war ja auch unwahrscheinlich einsam damals, wo sie in der Urologischen war. Was meinen Sie, was das für ein Weihnachten war? Deswegen machen wir ja das Ganze. Überhaupt verstehen Sie? Vielleicht mehr aus dem Seniorenkreis. Nein, kein Tatterer. Nein, hier Herr Clemens Friedl, Oberstleutnant AD. Das ist ein sehr rüstiger älterer Herr, geistig frisch. Also der Mann ist vollkommen da. Aber allerdings, wie gesagt, keine einzigen Angehörigen mehr. Alles im Osten gelassen. Ja, das geht schlecht. Das klingt ganz anständig. Ja, wir betreuen Herrn, betreuen Herrn Friedl nämlich schon seit Jahren. Da hat es noch nie Schwierigkeiten gegeben. Herr Friedl ist sehr gesellig. Moment einmal, darf ich noch mal geschwind? Ja, bitte schön, Frau. Der raucht, der hat ja Pfeifen im Mund. Moment. Ja, richtig.
Mein Gott, Herr Friedl schmaucht vielleicht ab und nein, zu mal ein Pfeifchen. Nein, das fangen wir gleich gar nicht an. Wir haben gesagt, nicht Raucher. Haben wir nicht gesagt, nicht Raucher? Ja, wir haben nicht Raucher gesagt. Gell? Wir haben gesagt, nicht Raucher. Ja, wir haben gesagt, nicht Raucher. Weil wissen Sie, ich rauche seit 5 Jahren nicht mehr. Aber Sie werden doch noch einen Nichtraucher haben. Haben Sie keinen Nichtraucher? Mein Gott, Nichtraucher. Es wird doch noch irgendeinen Deutschen geben, der wo nicht raucht, aber sagen wir mal, der einsam ist. Irgendeinen Deutschen oder einen Beamten oder... Hier, nehmen Sie den Herrn Kusiek. Wie heißt der? Herr Kusiek ist Deutsche. Regierungshauptsekretär bei der Bundespost. Na, da haben Sie was Solides. Mhm, wow. Ja, das bitte klingt schön, auch für sich nicht schlecht. Ich meine, wenn er einsam ist, dann kann er kommen. Na gut, dann nehmen wir Herrn Kusiek. Na gut, dann nehmen wir den Herrn Kusiek. Ja, Sie, aber jetzt muss ich doch einmal ganz dumm fragen, wieso ist der einsam? Hat der irgendwelche Macken oder was? Herr Kusiek ist Junggeselle. Ach so, ja. Also das geht dann schon irgendwie... Nein, nein, also das geht jetzt hundertprozentig in Ordnung. Wir sind ja selber halb staatlich und unsere Adventspatenschaftsaktion macht auf die Tür, ist ja auch mit den Landeskirchen koordiniert. Ach so, ja. Also, ja. Gut, ja. Gut, ja. Gut. Sie kriegen dann einen Vertrag von uns zugeschickt. Die Aufwendungen für den Einsamen, die Ihnen dabei entstehen, die können Sie auch steuerlich absetzen. Ah, ja. So, na dann hätten wir, glaube ich, alles. Herr Böhm, Frau Böhm, ich gratuliere zu so viel menschlicher Wärme und Großzügigkeit. Den Rest schicke ich Ihnen dann zu. Also dann, auf Wiederschauen. Ja, ich habe ein Virus. Auf Wiederschauen, Frau Böhm, und schönen Dank. Ja, Wiedersehen. Wiedersehen. Moment mal, Frau Schaaf. Ja. Also spätestens um 22:30 muss er vergangen sein, gell? Also 22.30 Uhr ist Zapfenstreich. Spätestens. Ist ja ein Abdur, bei welchem der irgendwann einmal wieder seine Ruhe hat, ja, oder? Ja, das machen wir dann alles schriftlich. Herr Kusiek kommt frühestens bei Anbruch der Dämmerung, verlässt spätestens 22.30 die Adventspatenschaft. Genau, und dazwischen machen wir es ihm schön. Zipperle, das mit dem Soundcheck geht in Ordnung, ja? Ja, alles klar. Ist okay. Du, Joe, ich könnte ja mal versuchen, Sie in Wetten, das reinzuknallen. Die Maya kennt doch keine Sau. Ja, oder bei Kuli oder so. Nein, forget it, scheiße. Die macht den Marsch durch die kleinen Privatsender. 10 kleine Gigs, das sind 3000 verkaufte Singles, mindestens. Hör mal zu, Maya. Hör mal zu. In dieser Pressekonferenz geht es nur um dich. Aber reden tu ausschließlich ich, kapiert, ja? Ja, aber wenn ich was gefragt werde... Es reden nur ich, ja? Höchstens, dass der Gary oder der Mike was sagt, aber du hältst die Klappe, ja? Aber im Vertrag... Im Vertrag, Kindchen, ich kenn doch deinen Vertrag. Aber wir müssen dich doch irgendwie verkaufen, Mädel. Nimm ein Kaugummi raus. Mensch, Maya, selber reden kannst du doch, wenn's ein Hit geworden ist. Joe blickt da einfach besser durch, verstehst du? Aber ich hab gedacht... Gedacht, Kindchen, gedacht. Du kannst denken zu jeder Zeit, ja? Aber reden tu ausschließlich ich jetzt, ist das klar? So, und jetzt raus, Gary. Gary, komm, bring mal den Infos raus. Joe, Entschuldigung, es sind erst 10 Pressevorzüge. Wir werden's nicht. Raus on stage. Raus, raus, raus. Und du hältst die Klappe, ja? Jetzt rede ich hier, ja? Raus. Emily. Ja, Herrschaften, wir können anfangen. Das ist die Maya. Herr von Segnitz, later. Thanks. Was hat die Maya aus sich gemacht? Aus Maya Hoffmann ist die Maya geworden. Und die neueste Single, die wir Ihnen heute präsentieren, da hat die Maya eine neue Dimension, eine neue Dimension in ihre Musik gebracht. In Showbusiness, ihre Persönlichkeit. Schauen Sie, Showtalente gibt es da heute wie Sand am Meer. Nicht wahr? Schauen Sie sich doch, hören Sie sich doch diese Dutzendware einmal an, nicht wahr? Aber bei der Maya und ihren Songs, da schwingt etwas mit, da ist etwas da, da ist etwas, man hat's oder man hat es nicht. Und die Maya hat's und sie hat hart an sich gearbeitet. Und das, was sie erarbeitet hat, das wollen wir uns jetzt mal anhören. Mike, fahr ab. Das Ding geht wieder nicht. Hausmeister holen, Hausmeister. Zippi, Zippi. Moment. Also den Leuten, denen wir das vorgespielt haben, die sind dermaßen abgefahren, nicht wahr? Sodass wir uns spontan entschlossen haben, sofort eine internationale Version zu machen und auf den Markt zu schmeißen. Was ist das? Das geht nicht. Das kann ja nicht gehen, oder? Was sagt er? Also, Sie hören jetzt die Maya, dies ist mein Leben. Dahinter steckt eine Philosophie. Dahinter steckt
die Power, die Erfahrung, die Lebenserfahrung. Dahinter steckt der Hunger nach Persönlichkeit. Und ihre Personality, das ist die Power, die sie hat. Die nimmt ihr keiner weg, das ist ihr Kapital. So, wir haben jetzt genug gehört. Und Sie können sich den Rest ja zu Hause anhören. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, dann stellen Sie sie sogleich, ungeniert, an die Maya selbst. Sie ist jetzt da. Ja, fragen Sie es nur. How many languages do you speak? What? Ich meine, wie viele Sprachen sprechen Sie? Fremdsprachen. Mein Englisch habe ich auf der Handelsschule. Also die Maya spricht fließend Deutsch, sie spricht fließend Englisch, sie spricht also sehr gut Spanisch. Und wann immer der Terminkalender es überhaupt zulässt, dann büffelt sie Französisch. Welche Hobbys haben Sie? Hobbys, Mai, Fernsehen. Die Maya liest sehr gerne Bewegung, Tanz, Action. Überall, wo Action ist, ist die Maya dabei. Außerdem fährt sie sehr gerne Ski. Nein, ich fahre nicht Ski. Sie fährt leidenschaftlich gern Ski, Wasserski, sie surft sehr gerne. Aber singen, also Gesang, das ist ihr Leben. Noch irgendwelche Fragen? Ja, dann können Sie mit dem Fotografieren anfangen. Dann Sie neben den Lautsprecher, bitte. Oh, ja. Ja, schon. Ja. Nein, ich wollte aber nur noch mal sagen, ich fahre nicht Ski, weil ich finde, das ist ein Schmarrn irgendwie. Ich habe einmal einen Skikurs gemacht und da hat es mit dir auch die Maya hat nämlich noch einen Flieger. Sie muss noch fliegen. Ja, was Hamburg, Flieger? Moment. Ja. Was, Hamburg? Zu mir, ja, die Maya hat heute noch eine Gala in Hamburg. Was, davon weiß ich noch gar nicht. Die Maya bedankt sich für ihr Interesse. Na, fahren wir heute nach höchste Hamburg. Höchste Eisenbahn. Moment, bitte noch sitzen bleiben. Brauche ich immer noch Airplays, Biografien. Hintergrundinformationen, Video habe ich noch da. Biografie. Mei, ehrlich, Hamburg, aber jetzt habe ich mein Deo gar nicht dabei. Mit denen rede ich nicht mehr, Fräulein Pfefferle. Wieso? Sie sind für mich gestorben. Ja, aber man wird doch noch einmal seine Meinung sagen dürfen. Sie haben doch selber das gesagt mit der Persönlichkeit und so. Sie sind für mich gestorben, Fräulein Pfefferle. Und mit Leichten rede ich nicht. Mike, komm, gehen wir in zum Italiener. Ich brauche einen Schnaps auf diesen Flock. Ich mache den Fernseher aus, wenn der Besuch kommt. Wie schaut das aus? Guten Abend, bin ich hier richtig bei Böhm. Ich komme wegen dieser Adventsparty. Ja, guten Abend. Wie war der Name? Kusiek. Kusiek? Wolf Kusiek. Ja, ja, Kusiek, das stimmt. Sie sind's. Ja, ich bin's. Also kommen Sie rein, legen Sie ab, dann machen wir es uns gleich gemütlich. Erwin, leg mal die Platte auf. Ein bisschen Atmosphäre. Grüß Gott. Sie, also es geht um meinen Bruder Fritz. Der ist vorige Woche bei einem tragischen Unfall, wissen Sie, beim Surfen, also mit der Surferei. Meine Schwägerin ist nervlich vollständig, sie ist praktisch überhaupt nicht ansprechbar. Und da habe ich mir gedacht, weil einer muss ja schließlich machen. Ich glaube, Sie reden, Frau, einer muss es ja machen. Ja, eben, das habe ich dann auch gesagt. Ich habe gesagt, vollkommen unvernünftig. Was muss der alte Depp ausgerechnet beim Gewitter umeinander surfen? Und das war dann eine prompte Quittung. Es passiert aber auch ständig etwas. Ja, also das nur nebenbei. Jedenfalls, ich habe dann zu meiner Schwägerin Gerti habe ich gesagt, denk daran mal nichts, lass mich das jetzt machen, weil mit ihr ist ja nichts anzufangen im Moment. Und ich habe ja auch schon unseren Vati beerdigt. Das war damals allerdings ein bisschen einfacher, weil das Trauerinstitut, das war damals direkt ans Altersheim angegliedert. Quietas haben die geheißen, das war früher Zahnfabrik Zäune und so Quietas. Quietas in der Greitmeierstraße. Ja, genau, Greitmeierstraße, genau. Sie, die haben das Fall sehr ordentlich gemacht. Aber der Fritz, der war ja auch in keinerlei Sterbeversicherung. Er war ja erst 35 Jahre alt, nicht? Zwei Autos haben sie gehabt, ein Manta und ein Kombi. Aber an die naheliegenden Dinge, da denken sie ja nicht, nicht? Jetzt muss sie verschauen, wie sie sich finanziell dort zurechtfindet. Gnädige Frau, besteht bereits ein Familiengrab. Ach, hören Sie mal auf, gar nichts haben sie gehabt. Hätten sie eins, das haben sie auflassen. Zwei Autos haben sie gehabt, ein Mann, dann ein Kombi. Aber jetzt muss sie sich falsch schwer einschränken. Gnädige Frau, mir ist bekannt, der Tod zieht immer allerhand nach sich. Ach, wem sagen Sie das? Ich muss ja nur die zwei Autos verkaufen. Weil sie ist ja überhaupt nicht mehr belastbar. Ja, weil bisher hat ja der Fritz das alles für sie gemacht. Ja. Sie hat ein Nervenkostüm wie ein Spinnweb. Ja. Nicht auszudenken, wenn der früher gestorben wäre. Der ist ja sogar Rallye gefahren und solche Sachen. Das hat sie sich für alles bitten lassen. Gnädige Frau, Sie sagen, beim Surfen wäre die Sache. Das war ein Sommergewitter, die Leute haben noch einen Kuchen gegessen, die haben wir noch gesehen, wie er gesurft ist. Und auf einmal macht es einen Schepperer, also furchtbar. Furchtbar.
Gnädige Frau, Frage. Ist der Leichnam Ihres verstorbenen Herrn Bruders bereits geborgen? Ja, ja, schon. Das hat ja Vermögen gekostet. Die haben hingelangt, mein lieber Schwan. Ja, ich weiß, Frau, die Kosten sind nicht unerheblich, aber die Kosten sind standardisiert und ich meine, es ist alles seriös kalkuliert. Gnädige Frau, haben Sie schon irgendein Arrangement im Auge? Ja, ganz eine normale Beerdigung heute. Beerdigung, gnädige Frau, wenn Sie mir bitte einmal folgen möchten. Wir verfügen hier über ein reichhaltiges Set an Särgen. Wenn Sie einmal schauen würden, bitte schauen Sie, das ist ein normaler Fichtensarg. Hier haben wir was in Nussbaum, hier haben wir etwas Exklusives in Eiche. Hier hätten wir was da gehabt in Schwarz-Hochglanz, ist aber derzeit außer Haus, jederzeit lieferbar, genau. Es käme auf die Chor drauf an, wie Sie es wünschen. Sie können jederzeit Römisch 3 kombinieren mit einem Zypressenset von Römisch 1. Ich zeige Ihnen mal die Preisliste, ne, Frau. Hier, das da käme für Sie in Frage, wenn Sie mal schauen. Ja. Jetzt, ne, Frau, erhebt sich allerdings die Frage Musik. Überhaupt Musik und Live-Musik, Musik vom Tonband. Musikzug kommt natürlich nicht in Frage, aber sagen wir mal Hammond-Orgel, Harmonium. Nein, da brauchen wir gar nicht mehr weiterreden. Das ist ja Wahnsinn. Diese Preise, die ich meine Schwägerin erzählen, dann bricht es mir gleich wieder zusammen. Ja. Schauen Sie, die zwei Autos stehen rum. Ja, entschuldigen Sie, aber gnädige Frau, Sie haben gesagt, eine Beerdigung, sprich Erdbestattung, gnädige Frau. Da muss ich Ihnen sagen, die Preise sind durchweg seriös kalkuliert. Ja, das ist schon möglich, aber was macht man da? Ne, Frau, wir haben Erde, Feuer, Wasser. Ja. Darf ich einmal die Frage stellen, ne, Frau, was war denn Ihr verstorbener Herr Bruder von Beruf? Mei, ganz normal. Der war, glaube ich, zuletzt war der meines Wissens Sachbearbeiter bei der Landesbodenkreditanstalt. Ja, da kommt nur die Seebestattung in Frage. Gnädige Frau, wenn Sie sich einmal diesen Prospekt in Ruhe durchsehen würden. Aha, Seebestattung, aha. Und was darf das jetzt nachher kosten? Ne, Frau, Voraussetzung ist auch hier die ganz normale Feuerbestattung. Ja, aber dann wäre doch die Feuerbestattung überhaupt das Allerbilligste. Ich meine, wenn man eh verbrennen müssen. Auf den ersten Blick ja, gnädige Frau. Aber wenn Sie einmal mit mir mitrechnen würden, schauen Sie, die Seebestattungspauschale, die zum Preis von 1.019,50 Mark erledigt praktisch sämtliche Nachfolgekosten für Ihre Schwägerin. Mhm. Denn ein ganz normales Urnengrab geht heute schon an die 1000 Mark. Mhm. Dann haben Sie aber Grabgebühren, Grabpflege, dann haben Sie Blumenschmuck, dann haben Sie Traueressen. Ja, das sowieso nicht. Auf das kann man verzichten. Trauer, kein Traueressen. Ja, also so weit ist es mit der Seebestattung, ist das schon einleuchtend, aber wieso kostet es dann gleich über 1000 Mark? Gnädige Frau, wenn ich es Ihnen einmal zeigen darf, und zwar, wir haben hier Folgendes. Wir haben hier eine normale Urne zum Preis von 78 Mark und 50. Hier eine Überurne zum Preis von 91 Mark. Dann ist da ein Mörtel dazwischen. Dieser Mörtel wird sich im Meer zersetzen. Das heißt, wenn er sich zersetzt, hat praktisch Ihr verstorbener Herr Bruder den Kontakt zur See. Ja, aber dann wären wir jetzt erst bei 169,50 Mark. Ja, aber 850 Mark die reinen Bestattungskosten, gnädige Frau. Wir müssen ja ein seetüchtiges Schiff, ein Hochseeschiff aussetzen samt Besatzung, und zwar ab Wedel, das ist bei Hamburg, und zwar bauweise Nordsee oder Ostsee. Haben Sie da irgendwelche Präferenzen? Wie meinen Sie das? Na, wollen Sie in der Ostsee oder in der Nordsee leben, haben Sie es wurschtpreislich. Ja, naja, in dem Fall, wenn es sein will, kostet, nehmen wir lieber Nordsee, oder? Es wird beigesetzt bis zur Windstärke 6, das, und zwar 5 Meilen, 10 Meilen außerhalb der Küstenzone in einem sogenannten schmutzigen Gewässer. Das ist da in etwa, und zwar das ist ein Gewässer, wo kein Fischfang mehr betrieben wird. Jetzt Moment einmal, 850 und 169 mal 50 sind 1950. Ja genau, das stimmt. Und das ist jetzt dann wirklich alles an Kosten? Ja, meine Frau. Halt, da fällt mir ein, die 75 Mark. Wieso, für was? Ja, das sind nicht wir, meine Frau, das ist die Bundespost, denn die Urne wird ja dann in einem Spezialfrachtpaket praktisch überführt. Ja, mei, es ist schon mal ein Haufen Geld. Meine Frau, ich kann es Ihnen einmal vorspielen. Hier allerdings mit Schifferklavier, das kostet extra. Ihre Frau Schwägerin kann als Erinnerung eine Videokassette auch haben, bekommt allerdings auch ein Tonband zugeschickt. Das Videoband kostet extra. Das Ganze ist sehr stilvoll gehalten, wie Sie es nehmen können. Der Kapitän spricht ein letztes Ahoi, die Mannschaft salutiert und mit der Schiffshuppe ertönt der letzte Seemannsgruß. Mhm. Ja, sehr schön. Sehr schön. Das Schifferklavier kostet extra. Kostet extra, meine Frau.
Nein, das nehmen wir doch schon. Also das Schieferklavier, das nehmen wir dazu. Da lassen wir uns nicht lumpen. Das kann ja nicht wettkosten. Also ich darf eine Seebestattung für Ihren verstorbenen Herrn Bruder disponieren. Ja, einmal. Ja, wie war der Name nochmal? Bemmerl, Fritz. Fritz Bemmerl, ja. Weil ich jetzt gerade schon da bin, ich hätte da noch eine Frage. Sie brauchen nicht zufällig gerade einen Kombi. So, Herr Kusiek, jetzt würde ich sagen, machen wir es uns ein bisschen feierlich. Das ist ja schließlich der Sinn der Sache. Erwin dreht Platten um. Ja, ist schon wieder soweit. Wissen Sie, wir haben ja das Ganze nur gemacht, weil ich weiß, wie das ist, wenn man einsam ist. Weil vor 2 Jahren, da war sie in der Urologischen. Da war ich vielleicht einsam. Ja, ich schon auch. Ich war ja schließlich ganz allein im Zimmer. Die anderen haben ja alle heim dürfen über Weihnachten. Ich habe gerade 3 Weißwürste hab ich gegessen, weil ich die gerade daheim gehabt habe. Bei uns haben so Kapuzinermönche, die haben so Lebkuchen verteilt. Ja, in der Urologischen haben sie einer so Lebkuchen. Nein, nicht nur in der Urologischen, in der Chirurgischen schon auch bei den HNO-Patienten. Die haben alle einen Lebkuchen gekriegt. Ach so. Glauben Sie es mir, Herr Kusiek, ich weiß, was Einsamkeit bedeutet. Ein Vollkornbrot habe ich zu den Weißwürst essen müssen, weil nicht einmal ein Brezen da war. Waren mit, von denen Sie glauben, dass Sie zollpflichtig sind? Nein. Ist gut, fahren Sie weiter, ja. Sie, Moment einmal, was haben Sie da hinten drin? Musikinstrumente. Fahren Sie weiter, ja. Nein, nein, Moment einmal, haben Sie einen Musikalienhandel oder sowas? Nein, wir haben Musik gespielt. Sie haben Musik gespielt, ja. Dann ja. Fahren Sie mal bitte da raus. Dass Sie alle diese Instrumente selber spielen können, ja? Machen Sie doch mal bitte auf. Spielen Sie doch mal was vor. Moment, halt mal das da. Moment einmal. Ja, sehr schön, wunderbar. Stopp. Können Sie alles einmal dabei da drauflegen, gell? Guten Tag, haben Sie irgendetwas zu verzollen? Schnaps, Zigaretten, Elektroartikel oder sonstiges? Nicht, dass ich wüsste. Fahren Sie weiter. Moment, was ist denn das da bitte? Das ist ein Koffer mit schmutziger Wäsche. Also fahren Sie weiter. Ja. Moment, und neben dem Koffer dieses Möbelstück? Ja, das ist ein alter Schemel. Ja, eben, Antiquitäten sind aber einem bestimmten Wert zollpflichtig. Aber hören Sie mal, das ist doch keine Antiquität, das ist doch ein ganz gewöhnliches. Moment, das ist eine Antiquität, das muss erst geprüft werden. Bitte fahren Sie noch mal rechts ran, ja? Okay. Das ist doch keine Antiquität, das ist aber jetzt Graffin. Moment. Bitte steigen Sie doch mal aus, ja? Was haben Sie denn da drin? Machen Sie mal auf. Ja. Ja, lassen Sie es einmal spielen. Ganz schön. Was ist denn das da? Eine Harfe. Eine Harfe. Singst du? Ja, dann spielen Sie einmal eine Harfe. Und woher haben Sie dieses Exponat hier? Das ist kein Exponat. Das ist ein Geschenk von der Verwandtschaft. Aha, ein altes Erbstück also? Nein. Ich will es benutzen zum Aufsitzen für Bekannte, für mich, für den Hund. Das ist doch nur eine Schutzbehauptung. Ach, was verstehen Sie denn von Schutz und Behauptung? Ich habe gar keine Ahnung. Also, wenn Sie mich fragen, ist das ein altes Klump und keine Antiquität. Aber Herr Brems, das können wir regeln. Holen Sie mal einen Katalog. Oh Mann. Ja, das ist eine Ermessensfrage. Es tut mir leid, das wird jetzt ein bisschen dauern, aber das wird geregelt. Mann. Sie hören auf, da. Das da, spielen Sie mal das da. Grüß Gott, haben Sie was anzumelden? Ja, also im Prinzip nichts. Im Prinzip nichts, dann fahren Sie mal rechts, fahren Sie mal links da rein, bitte. Machen Sie mal bitte auf. Und was haben wir da drin? Also wissen Sie, ich bin Sammler und ich habe da von einem Freund günstig hier als Beispiel eine 03er Châteauneuf du Pape. Was sind das Ursprungsland? Frankreich. Frankreich. Haben Sie die EG-Papiere dabei? Also damals, da gab es ja noch nicht die EWG. Haben Sie nicht dabei? Nee, das ist ja auch zusammen. Müssen wir ein lebensmittelchemisches Gutachten. Müssen wir ein lebensmittelchemisches Gutachten müssen wir da machen. Die machen einen Vorschlag, dann machen wir eine Stichprobe, dann eine Flasche aufmachen und dann machen wir Schwamm drüber. Man kann doch hier nicht keine Flasche öffnen, das ist Sammlerwert. Ja, also das könnte Jugendstil sein. Na, Jugendstil, hören Sie mal, Sie haben ja keine Ahnung, es hat ja kein bisschen mit Jugendstil zu tun. Ja, oder Biedermeier. Ja, Biedermeier hier, was? Ja. Das ist Barock? Barock. Ja, barockisch? Herr Brems, rufen Sie doch mal einen Herrn Kleinamt, der kennt sich aus, nicht wahr?
Ja, Sie, das wird jetzt noch ein bisschen dauern, ne? Ja, das höre ich schon zum wiederholten Mal, ja. Ja, hätten Sie halt eine Expertise mitgebracht. Expertise, ne? Für so einen alten Hocker? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Wo sind wir denn überhaupt? Beim Zoll. Sie, ja, was ist, machen wir Flasche auf oder wie ist das? Flasche wertlos, das ist doch Kulturgut. Wissen Sie, das ist zum Sammeln und da stellt nein, man ins Regal. Wir haben hier eine Antiquität ungeklärter Herkunft. Nehmen Sie mal her. Ja, Moment. Aber dir, die Franz. Du, Franz, wir haben da so einen Fall. Ja, da ist so ein Hocker. Da ist einer so ein Hocker, unbekannter Herkunft. Nein, ein Hocker wirst du auch daheim hast. Nein, ich kann das nicht beurteilen. Was? Ja, jetzt, der Prims meint, das war eine Antiquität. Ich meine, ich glaube, dass er als Klump ist, aber ist ja wurscht. Das ist ja so eine, was? So eine Art, so gehen Sie mal her, so gedrechselt oder so. Was? Lassen Sie mal schauen. Ja, irgendwie Jugendstil oder so. Ja, Jugendstil. Jugendstil. Ja, oder was? Gotisch? Nein, eine gemischte Stilrichtung. Ja, im Katalog haben wir es schon drin, aber was? Nein, ich weiß auch nicht. Wir? Barock? Nein, ja, Gold hat er nicht, sowas hat er nicht. Auch kein Polster. Nein. Für was Sie ihn brauchen, für was brauchen Sie den Hocker? Ja, ich will ihn vielleicht in die Küche stellen und irgendwas draufstellen, Fernseher oder sowas. Er sagt, er möchte irgendwas draufstellen am Fernseher oder irgend sowas. Ja, das ist dann eine Schutzbehauptung. Ach, Sie mit Ihrer Schutzbehauptung, was Sie also, immer behaupten. Ich öffne die Flasche unter Protest. Franz, warte mal, Moment. Und dann sind wir hier. Geil, Franz. Ja, für das, dass der Wein, wie alt ist er? 80. 80 Jahre, das ist eine ganz schön sauer. Also, Franz, weiter, geh, gute Fahrt, Wiedersehen. Du, Franz, was sagst du? Ja, komm mal auch nicht, telefonisch kann man doch das hier nicht. Ja, ja, genau, du, ich schick den vielleicht vorbei, geh? Aber nee, Franz, servus, jawohl. Sieh, es tut mir leid, also, da kann ich jetzt auch nichts machen. Da müssen Sie über Scharnitz fahren, was? Nicht wahr? Ja, wie komme ich denn über Scharnitz? Wie komme ich denn nach Scharnitz? Was ist denn mit... Wie komme ich denn hier nach Scharnitz? Was haben Sie denn da drin? Dudelsack, komm, den spülen. Der Leberkäs, komm, der Leberkäs. Ja, komm ich gleich. Ja. Nach Scharnitz, ja. Da wären Sie jetzt in 7 Minuten da draußen. Natürlich, wenn Sie hier fahren würden, mit diesem Werkgegenstand, kann ich Ihnen nicht rauslassen. Jetzt fahren Sie zurück, immer zurück. Ne? Das ganze Bergmassiv zurück, bis es ausgeschildert ist. Also in 2 Stunden, wenn Sie zügig fahren, sind Sie da. Verkehr ist ja keiner. Da ist der Hauptzollwachtmeister Klein, da melden Sie sich. Ne? Also, gute Fahrt. Wissen Sie was? Ihre Antiquität können Sie einen Ruf. Ja, unglaublich. Herr Prinz! Herr Prinz, können Sie die Antiquitäten beseitigen? Oder? Herr Prinz! Begabt, hä? Ja, durchaus, ja, ja. Lass mir noch ein bisschen spulen. Bei jeder Zeit. Ja, seit wann rauchen Sie? Im Katalog ist gestanden, Sie sind nicht Raucher. Oh, Verzeihung. Ich rauche schon seit 5 Jahren nicht mehr. Sie swingen die Gardinen. Ach so. So, Frau Kerzl, jetzt haben wir es wieder. Jetzt können wir es wieder in der Heisel benutzen. Herr Faltermeier, schnell kommen Sie mal. Schauen Sie mal, da ist er. Von hier sieht man ihn gerade. Lassen Sie ihn. Ja. Sagen Sie mal. Mit der Plastiktüte. Und das ist ein echter Bohemian. Echter. Ja, ein echter Bohemian. Da haben wir lange gesucht, bis wir was Ordentliches an Land gezogen haben. Da wundert er praktisch über mir? Ja, direkt über der Hausmeisterwohnung. Und dann hat er es doch schön. Nee, das war gar nicht so einfach, den hier raus an den Stadtrand zu bekommen. Ja, aber da wohnt er umsonst. Der soll doch froh sein. Was glauben Sie, wie schwer das ist, einen echten Bohemier aus seiner gewohnten Umgebung herauszuschälen? Außerdem gibt's kaum mehr welche. Die sind heute so selten wie ehrliche Menschen. Ja, was soll der nachher machen? Wohnen. Und dann kann er mir ein bisschen helfen. Beim Heckenstutzen oder bei den Bodendecker rasieren. Herr Faltermeier, der Mann ist Bohemier. Der rührt keinen Finger. Ja, aber das ist ja... Das schauen Sie mal, wie altmodisch. Er benutzt noch Hosenklammern. Süß.
Ja, aber was soll denn der machen? Ja, Atmosphäre verbreiten. Auf der letzten Eigentümerversammlung, da waren wir uns einig, hier muss was passieren. Kulturell und auch atmosphärisch. Verstehen Sie, Lebensqualität. Ja, wir haben da hier zuerst gerade die neue chemische Reinigung dahergekriegt. Ja, Großstadt haben wir hier genug, aber Flair, savoir vivre. Wem? Herr Böhm unten von der Cafeteria hatte diesen wunderbaren Einfall. Tag, Frau Böhlow, schauen Sie mal. Wir haben das dann auch vertraglich gleich ordentlich geregelt. Wir, die Wohnungseigentümer, übernehmen 60% der Kosten und Herr Böhm finanziert den Rest von Bohemier. Außerdem erhält der Bohemier täglich einen Freitrunk in der Cafeteria. Sie werden sehen, der wird genauso besoffen rumhängen wie der, den wir schon mal gehabt haben, der, wo er alles vollgespielt hat. Ach was, das waren Penner, ein Wermutbruder. Ja, da haben Sie auch gesagt, dass dieser Künstler gewesen war. Ja, Herr Faltermeier, es ist manchmal schwer zu unterscheiden, ob einer ein Penner oder ein Künstler ist. Aber der hier ist tüchtig. Der malt wie am Fließband. Sehen Sie mal, ich habe auch schon zwei Bilder von ihm erworben. Die sind von ihm? Ja. Wir machen jetzt auch vierteljährlich eine Vernissage. Unten in der Cafeteria bei Herrn Böhm. So, was haben Sie denn jetzt gerade gekauft? Moment. Ach, das ist ein Fläschchen Rotwein. Ach, tut der Saft da? Nee, der benutzt den Wein nur als Stimulanz. Er ersetzt sich dadurch Italien, sagt er. Was macht er denn da? Schneizen tut er. Sehen Sie, jetzt radelt er. Ich sage Ihnen, Herr Faltermeier, wir werden das Buschröschen-Karree systematisch kultivieren. Herr Böhm und wir Wohnungseigentümer, wir sind uns einig. Wir holen noch einen Bohemier. Wir setzen noch einen zweiten aus. Herr Böhm hat dazu extra Straßencafé-Lizenz beantragt. Der Böhm. Und diese Bohemiers, die haben ja alle ihren Bekanntenkreis. Die ziehen ja dann alle etwas nach sich. Da wird dann musiziert ab und an. Was ein Musiano? Ja, hier entsteht ein richtiges Geistesleben. Glauben Sie mir, Herr Faltermeier, ganz abgesehen von der atmosphärischen Verbesserung, die vier Wohnungen, die ich hier habe, die kann ich dann ganz anders vermieten. Ein paar Bohemiers, vielleicht noch ein Schauspieler und der Quadratmeterpreis steigt hier um 30% Minimum. Ja, ich verstehe ihn schon. Sie wollen ein neues Schwabing. Ja. Und dann sind Sie praktisch ständig einsam. Ja, leider. Und seit wann sind Sie dann einsam, weil Sie schon im Katalog drin sind? Tja. Der Mensch gewohnt sich an alles. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Stimmt's nicht, Herr Kusiek? Stimmt. Also, wenn er einmal nicht mehr lebt, ich glaube, ich koche mir dann nichts mehr. Weil wenn man allein ist, für was soll ich dann kochen? Kochen Sie für einer daheim, Herr Kusiek? Kaum. Geld, das rentiert sich nicht. Unsere Sortimentsdevise lautet, überzeugen durch Vielfalt. Schauen Sie. Entschuldigung, fahren Sie zufällig Nein, 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 bestimmt nicht. Der verkauft sich... Entschuldigung, fahren Sie zufällig Richtung Köln? Nein. Zwei Knödel extra. Herr Ober, können wir bitte noch eine große Portion Sauerkraut haben? Einmal Kraut extra. Ja, das ist unser Käse Rondo, der Renner überhaupt. Nimm heute halt den Topfenballatschinken oder die mit Schokolade. Oder nimmst halt beides, hä? Der verkauft sich wirklich. Und magst du das Eis vorher oder danach? Gleichzeitig. Oder nimm halt die Prinzregententorte zuerst. Du, die Obstkronen haben für auch recht ordentlich ausgeschaut. Himbeer oder so. Magst du mal einen Obstsalat? Nein. Pfirsich Mehlbar. Doch, heiße Himbeeren mit Schlagrahm, hä? Ach. Einmal Kraut extra? Na, da bitte. Ja. Herr Ober. Bitte, Herr Ober, was ist denn bitte dieses Soufflé Prinz Eugen? Das ist eine Art süßer Eierschaum mit Sahne, Schokolade, Maraschino und Nüssen. Ah, Nüsse vertragt er nicht. Nüsse rührt er mir nicht an. Sie können es auch wahlweise mit Rosinen haben, meine Frau. Ah, ja. Herr Ober, bring erst mal doch bitte noch ein kleines Mineralwasser. Ein Mineral? Magst du diesen Prinz Eugen? Ist einmal was anderes. Ja. Oder das ist überhaupt die Lösung. Erst nimmst du Mokka-Torte mit und dann fürs Pückler-Eis ohne Sahne. Und hinterher noch irgendeine Kleinigkeit oder so. Vielleicht doch diesen Eugen da. Hm?
Schmeckt die Haxen? Ja. So, ein Mineral. Bitte schön, meine Frau. Okay. Herr Ober, können wir noch bitte eine Kleinigkeit nachstellen? Sehr gern. Bringen Sie ihm doch bitte einmal die Prinzregententorte. Einmal bitte. Nein, kein Prinzregentmokka. Ach so, ja, Mokka-Torte. Mit Schlagrahm, bitte. Mit Schlagrahm, gell? Oh, einmal Mokka. Ja, mit. Und hinterher noch ein Fürst-Pückler-Eis, das ohne Sahne. Nein, mit. Ach so, also beides mit. Gell? Mit Schlagrahm. Mit. Ja, und dann würden wir doch einmal gern dieses Soufflé-Prinz Eugen probieren. Ein Prinz allerdings Eugen. Ohne Nüsse, mit Rosinen, bitte. Ein Prinz Eugen für Signe, Frau. Nein, um Gottes Willen, ich muss abnehmen. Nein, er ist ja schließlich der Fahrer. Herr Kusik, dass wir es nicht vergessen, Sie müssen noch unterschreiben, dass Sie da bei uns waren. Es ist bloß wegen dem Finanzamt. Wissen Sie, dass wir das auch steuerlich absetzen können, dass Sie da waren? Was ist? Mögen wir jetzt vielleicht ein bisschen was Herzhaftes? Ich mache uns ein Salamibrot. Nein, danke, mein Magen. Aber mir bringst du ein Salamibrot und ein Bier. Ich kann das süße Zeug nicht mehr sehen. Aber vielleicht macht der Herr Kusik noch einen Punsch. Nein, danke. Wissen Sie, 2-3 Glas Punsch und ich krieg glaube ich so ein Sodbrennen. Ich auch. Gell, Sie ja? Ja, König? Ja, Hilde! Ja, grüß dich. Was? Hast du unsere Telefonnummer bekommen? Ja. Komm halt einmal raus. Was? Ja. Hier ist doch schön am Land. Na ja, komm mal raus, damit du da mal ein Schmetterling siehst. Was? Schön ist hier. Es ist halt eine grüne Lunge. Das ist ganz einfach, Hilde. Da machst du Folgendes. Da fährst du jetzt, pass auf. Du fährst die Nordautobahn, ja, bis zu der Nordspange. Da musst du runter. Da, wo es heißt, am Jagdfeld, wo die Hochhäuser sind. Und da siehst du dann links, glaube ich, ist dann die evangelische Kirche, die schaut aus wie so ein Schornstein. Und dann taucht die katholische Kirche auf. Ja, das ist auch so ein Gebäude. Und da fährst du durch so ein Gewerbemischgebiet wieder durch. Ja, das ist so ein Mischmasch. Und links auf der linken Seite siehst du so Wohnwegen. Ne? Und wenn du immer gerade, dann kommen wieder Wohnwegen. Also das, ja, das hört gar nicht mehr auf. Ja, wie in Amerika. Also jedenfalls. Und dann nach den Wohnwegen, da fährst du auf eine Schredderanlage zu, ja? Und daneben ist eine Sondermüllanlage. Da kannst du aber nicht reinfahren, da musst du eh rechts vorbei. Da wird es dann auch schon ein bisschen ländlicher. Da merkst du dann schon, dass du von der City wegkommst. Und dann fährst du direkt zu und dann siehst du riesige Strommasten. Also Mordsapparate. Ja, ja, die gehören wahrscheinlich zu diesem Umspannungswerk. Und da fährst du rechts vorbei und dann siehst du dieses Betonwerk auftauchen. Das ist ganz enorm. Das ist mit Kieswerk und allen Schikanen. Und dann siehst du ein Squash-Center. Ja, und dann fährst du durch so ein Industriegebiet, verstehst du? Immer durch, gerade, also lass dich da gar nicht irritieren. Du fährst immer an dem Industriegebiet, weil da muss man halt einmal durch. Und dann kommen so Baustoffhallen. So, wie sagt man, Baustofflager, nicht wahr? Und zwar eins nach dem anderen. Ja, da musst du, weißt du, da fährst du erst einmal geradeaus und dann an so Hallen vorbei. Da sind so Paletten heraus oder was und so. Ich weiß nicht, wie das ist, so Lagerhallen sind das. Und da sind so Plastikbehälter, weißt du, so ganz weiß, ich weiß nicht, was das ist, aber jedenfalls da musst du vorbei. Und dann, linker Hand, da befindet sich so ein Wärmekraftwerk, ja, mit einem riesen Schlot. Und dann kommst du zu dem Bundesbahndepot, ja, dann kommst du an einen Bahnübergang und dann siehst schon so ein gackelgelbes Möbelcenter mit so Fahnen heraus. Und dann siehst du das lila Möbelcenter, ja, auf der linken Seite ist dann ein Möbelhaus. Und gleich danach ist wieder die zweite Garnitur Hochhäuser. Mhm. Ja, so Neubauten werden da erstellt. Ne? So, ja, halt auch für junge Familien wahrscheinlich. Hilde, jetzt ein Gefahrenpunkt. Du fährst doch auf dieses LKW-Werk zu. Da kann man sich ein bisschen verfahren, weil wenn man da reinfährt, dann kommst du in eine Sackgasse. Dann musst du halt wieder zurückfahren. Der Orientierungspunkt wäre dann, also das ist die Zaunkönigstraße. Genau. Und da kommst du dann zu einem Spannbetonwerk.
Ja, das ist in ein Industriegebiet eingebunden. Ja, das ist dann so ein Kiosk, den kannst du überhaupt nicht übersehen. Und dann schließen sich so Lagerhallen an. Da musst also nicht nervös werden, das sind nämlich ein ganzes Rudel. Ja, also das sind mehrere, verstehst? Nur weiter. Und dann kommt wieder so ein Industriepark. Ja, der wird gerade neu erschlossen. Ja, und daneben sind dann so Neubauten. Ja, gleich hinter den Hochhäusern sind dann wir, Hilde. Ja, wir sind 74 Reihenhäuser. Wenn du dann bei uns dann schon in der Nähe bist, nein, 20 circa sind noch im Bau. Hilde, bei uns in der Gegend, sie ist die Straßen noch nicht alle fertig. Wenn die noch nicht fertig ist, ja, wenn du da reinfährst, dann fragst halt noch einmal. Also irgendeiner wird schon wissen, wo das ist. Du bist dann praktisch schon da. Und da steht's dann auch, im Wiesengrund. Ja. Na, uns kannst du ja gar nicht verfehlen, weil wir haben einen Messingknopf vorn dran. Gell? Also kommst, freuen wir uns. Ja. Ja, Hilde, grüß dich. Ja, hast du gleich hergefunden, hä? Du hast das so gut geschrieben. Na, ehrlich, hä? Ah, das wäre ich nicht. Deine das, Frau? Danke. Komm mal, jetzt gehen wir gleich rein. Das wird alles ein Grünstreifen. Ah, prima. Ja, ja, es ist schon herrlich da heraus. Ach, die Kinder, ne? Rosa, da komm her. Schau mal, wer da ist. Rosa, grüß dich. Nein, das ist für dich, da schau her. Oh, danke. Ja. Ihr habt es schön hier draußen. Ja, ich meine, ich bin ja an und für sich gar nicht so verrückt aufs Land leben, nee. Aber für die Kinder ist es halt ganz was anderes. Jetzt sind wir noch ein bisschen weit vom Schuss, verstehst? Mhm. Aber in anderthalb Jahren ändert sich das, weil da wird die Autobahn, die kriegen wir direkt daher, die wird sechsspurig ausgebaut, dann ist sie die City bloß noch ein Klacks, verstehst du? Prima. Geh mal rein. Mengen Sie doch vielleicht Ihr Salamibrot, Herr Kusiek? Ist wirklich ganz was Leckeres. Nein, danke, im Moment. Also ich muss sagen, diese Salami Mailänder Art, das ist das Beste an Wurst, was der Prima 2000 zu bieten hat. Gerade so in zähliger Runde schmeckt es doch immer am besten. Was kommt denn jetzt? Und 1, 2, 3 ist mit dem Räumern vorbei. Schon Segen, so eine Fernbedienung. Und oben ist im dritten kann man jetzt auch heute Spielfilm. Mord im Orient Express. Gell, sie schauen auch ab und zu. Na ja. Ja, Herr Kusiek, ich will Sie ja nicht drängen, aber jetzt kommen ja schon die Tagesthemen. Und wir haben doch meines Wissens 22.30 Uhr verabredet. Ach ja. Also das soll jetzt durchaus kein Rausschmiss sein. Wissen Sie, es ist so, ich meine, wir wollen halt auch noch ein bisschen unter uns sein. Und es ist ja mitten in der Startenzeit. Und da will man halt auch ein bisschen eine Besinnung noch. Aber es war doch durchaus recht nett, oder?